Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt gerade beim Niedereggerhof angekommen, bei unserer Ferienunterkunft in Ohlang auf ca. 1300 Meter Höhe und werden jetzt mal so ein bisschen uns die Gegend anschauen. Hier beim Niedereggerhof gibt es ganz viele Hasis, Katzen und auch Kühe. Ihr seid aber große Brummers. Hä? Der geht. Mach ich mal die da an. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Was für ein toller Ausblick. Heute regnet es noch ein bisschen, aber morgen wird es richtig genial. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. So, wir gehen einfach mal Richtung Kronplatz. Ach, das war eine anstrengende Tour. Ach, zum Glück endlich angekommen. Die Oberegger Alm. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. Schaut euch die Aussicht an. Wahnsinn. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'm a fake it till I make it. Und da vorne die Lorenzi-Hütte. Ist schon nur ein Stückle. Aber einfach mal die Aussicht genießen. Die italienischen Berge sind ja nicht allzu oft. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. So, hier die Geiselsberger Hütte auf 2098 Metern. Und da vorne, das müsste das Spitzhorn sein. Das Spitzhorn auf 2100 Metern. Ein bisschen zügig. Da nochmal ein Blick auf die Geiselsberger Hütte. Und da vorne ist der Kronplatz. Thank you.
Kronplatzhütte. Und der Kronplatz ist auch nicht mehr weit. Da oben. Letzten Meter zum Kronplatz. Kleinen Klettersteig. Das wackelt. Also warte mal, bis ich auf dem anderen bin. Guck, guck. Lassen wir ihn da zurück. Gehen wir mal weiter. So, Finale. Hier hochklettern, dann noch eine Brücke und dann kommt Drahtseil am Fels. So wie wir es auch kennen. Warte aber, bis ich drüben bin. Aus unserer kleinen Erkundungstour ist jetzt doch eine kleine Zwei-Gipfel-Runde geworden mit dem Spitzhorn und dem Kronplatz. Das sind jetzt auch so die ersten zwei Gipfel in den Dolomiten. Das ist jetzt ja das erste Mal, dass wir da waren. Und so als kleine Warmmachtour für das, was jetzt die nächsten Tage auf uns wartet, war das heute sicherlich ganz gut. Das Wetter ist jetzt auch wieder besser geworden. Es ist zwar ein bisschen frisch, ein bisschen windig, aber die Sonne kommt wieder raus, es wird wieder angenehm. Ja, ansonsten war das jetzt heute nichts Spektakuläres, aber wir wollten jetzt noch einfach ein bisschen den Nachmittag genießen, draußen verbringen, die Gegend hier kennenlernen. Seid gespannt, was die Tage noch folgt. Es wird richtig cool.